Ja, Dudenhofen ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die nicht einfach zu bespielen ist. Haben gut ausgebildete Leute in ihren Reihen und vor allem auch sehr trickreich. Ich denke, das Hinspiel hat gezeigt, worauf man sich freuen kann. War ein enges Ergebnis. Wir haben bis zum Ende kämpfen müssen, um da beide Punkte mitnehmen zu können. Und ich glaube, genau das Gleiche wird uns auch am Freitag erwarten. Ja, uns erwartet eine motivierte Truppe, bei der wir uns im Hinspiel schon schwer getan haben und knapp mit einem Tor gewonnen haben in Dudenhofen. Uns erwartet mit Sicherheit wieder eine aggressive, offensive Abwehr, auf die wir uns jetzt die Woche gut vorbereiten müssen. Ja, also die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag. Also letzte Woche haben wir schon mal taktisch ein bisschen was gefeilt, wie wir den Gegner bearbeiten können. Und ja, jetzt gilt es einfach, sich perfekt darauf vorzubereiten und das, was die Trainer uns mitgebracht haben, eben im Spiel dann umzusetzen. Und ich freue mich natürlich auf eine volle Main-Kinzig-Halle. Die Stimmung ist gut und wir haben wie immer Bock auf unser Heimspiel. Wir wollen unsere Halle verteidigen und geben die Woche jetzt richtig Gas, damit wir gut eingestellt sind auf Freitag.